Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay. Und da habe ich mir mal heute ein Schiff rausgesucht, das ganz frisch ist bei World of Warships, sozusagen ganz frischer Lack. Und zwar den Tier 6 Kreuzer de Grasse. Sieht man hier ein wunderschönes, feines Schiffchen. Anordnung ist recht simpel. Vorne haben wir zwei Türme, A3 Kanonen, also in dem Fall 6 Kanonen. Und hinten gibt es nochmal 3. Ja. Ansonsten nicht allzu viel zu sagen. Natürlich, Torpedos sind auch am Start. Er hat hier das defensive Flakfeuer, hat einen Boost und hat einen Katapultjäger. Also von dem her bewaffnet bis zum geht nicht mehr. 16,2 Kilometer Reichweite. Das heißt, jetzt müssten wir da gleich die ersten Hits sehen. Richtung Miyoko nämlich. In dem Fall das ARP, die ARP-Ausführung. Oh, die Leander, die ist schon mal in der spannenderen Reichweite, nämlich bei 11 Kilometer. Da hat er jetzt aber auf HE geladen gehabt, weil er eigentlich noch wahrscheinlich auf die Miyoko gehen wollte und dann sich jetzt dachte, hoppala, ärgerlich. Wobei aber die Salbe jetzt gar nicht so schlecht für eine HE-Salbe war. So, die Leander da leicht schräg fahrend. Doof für die AP-Munition. Aber trotzdem, schön getroffen, 4.500 Damage. Kann man definitiv lassen. So, jetzt brennt er. Den sollte er eigentlich löschen, den Brand, denn heilen kann er sich ja nicht. Deswegen macht es gar keinen Sinn, den großartig ticken zu lassen. Fällt ihn jetzt auch auf, denkt sich, alles klar. Mach ich mal. Jetzt hat er da in dem Rauch keine Sicht mehr. Da will er jetzt hier seine Gede unterstützen gegen die Krimjaschi. Und da hat er da schön nochmal die Salve hingesetzt. Da hat schon ein Treffer gereicht und dann hat er hier schon fast den Kill abgestaubt, muss man sagen. Aber wichtig war einfach, seinen Mate zu unterstützen und der konnte auch den Torpedos ausweichen. Sehr wichtig. Und das war da notwendig. So, jetzt kommt die Miyoko da auf die Jungs zu und auch die Fidschi ist da jetzt am Start. So, jetzt zieht er sich da ein bisschen zurück. Er hat ja logischerweise hier kein Smoke. Das heißt, er muss jetzt sich da hier irgendwie dem Ganzen erwehren. Ah, da hat er eine Zitadelle getroffen, aber er bekommt ja so viel Druck von vorne. Leander, Miyoko und die Fidschi. Da muss er sich jetzt zurückziehen. Vielleicht kann ihn hier sein Mate ja jetzt nochmal ein bisschen Smoke geben. Ansonsten wird es hier sehr, sehr schwierig. Aber er bleibt jetzt auf der Miyoko drauf, denn die bietet wenigstens Breitseite an. Torpedos voraus.
So, die Torpedos, aber die kommen so, dass er da gut ausweichen können wird. Ah, die hören sogar vorher auf. Aber wie gesagt, er bleibt hier weiterhin im Fokus der Gegner. Aber hier bekommt er jetzt den Rauch und dementsprechend ein bisschen Verschnaufpause. Maschinenboost deaktiviert. Ah, schön, 4 Zitadellen, knapp 14.000 Damage. Nochmal sowas und dann heißt Tschüss, Fidschi. Oh, aber der Torpedo, der könnte... Komm, nochmal eine Zitadelle. Bisschen zurück jetzt. Oh, geht gerade so. Oh, war der knapp. Fließt da vorne dran vorbei, aber Fidschi ist durch. Jetzt da die Miyoko. Nochmal 5 Zitadellen auf die Miyoko. Jetzt läuft's mit den Zitas. Und da hat er sie jetzt zerstören können. Und jetzt die Lienda. Aber auch die Lienda, die ist noch im Vergleich zu ihnen sehr gut beieinander. Er hat noch 3.500. Lienda da 16.000 Hitpoints. Und nochmal 2 Zitadellen. Auch der Torpedo ist knapp und auch der geht vorbei. So, aber jetzt hier 1636 Hitpoints hat er. Er macht nochmal 2 Zitadellen und plötzlich ist er hier führend. Und die Gede, sein Mate, hilft ihm hier. Das haben sie schön gelöst. 100.000 Damage, 2 Kills und da haben sie zu zweit richtig aufgeräumt. Sehr schön gemacht. So, und jetzt heißt natürlich da drüben dem Team noch helfen. Ihr seht es ganz gut da unten, dass da einiges los ist. Wir haben natürlich hier den Franzosen La Galissonière, dann dahinter die York und hier unten, da sind noch ein paar Schlachtschiffe unterwegs. Also von dem her ist hier noch reichlich. Sein Team knuppelt sich hier zusammen. Und jetzt kann er vielleicht versuchen, mal so ein bisschen aus der Distanz zu supporten. Die kam ein bisschen zu kurz. Vielleicht kriegt er ja nochmal einen schönen Treffer hin. Aber es ist halt nicht so leicht, die Zitadelle auf die Distanz zu machen. Da prallt er sogar ab. Aber von den Tickets her liegen sie noch schön in Führung. Haben auch noch ein paar Zerstörer, die da natürlich ein bisschen immer wieder ärgern können. Wie kaum ein anderes Schiff. Außer vielleicht noch einen Flugzeugträger in dem Spiel. Tickets oder gut 130 sogar fast vorne. Also von dem her sehr ordentlich. Aber er hat halt mit seinen 1300 Hitpoints wirklich nicht so viel. Man sieht auch immer ganz schön bei der De Grasse, wie schnell die Türme drehen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, den dieses Schiff bietet, dass man da wirklich schnell sein Ziel wechseln kann.
So, hier haut er jetzt ein paar in die Insel. Aber das ist alles noch halb so wild. Wie gesagt, er geht zwar auf, aber kann sich dann da immer wieder geschickt hier verstecken. Denn das darf natürlich jetzt nicht passieren, dass er plötzlich jetzt in den Gegnerfokus gerät, sondern einfach schön immer aus der Distanz den Gegner da ärgern, piesacken, paar Hits raus und fertig. Bloß nicht nochmal irgendwo Hits kassieren, weil brauchen wir mal nicht großartig illusorisch sein. Noch ein paar Treffer und das war's dann nämlich für ihn. Oh, da kommen welche, aber die landen alle im Wasser, bis auf einen, der da gesessen hat. Und jetzt wird es natürlich richtig eng. 369 Hitpoints noch. Das ist halt kaum, das ist ja nicht mal mehr anpusten fast. Und dann war es das schon. Er in der Gede unterstützt weiter hier mit Torpedos. Versucht den Gegner ein bisschen auf Distanz zu halten. Vielleicht auch abzudrängen. Und da kommen die nicht schlecht. Da sitzt einer aber ganz ordentlich. Die anderen gehen leider alle vorbei, aber dementsprechend konnte er jetzt mal hier die La Galisonnière ein wenig auf Distanz halten. So, jetzt schießt er und haut da noch ein paar raus. Vielleicht, oh, ich wollte gerade sagen, vielleicht kann er ihn versenken, aber nein, die Gede macht's sehr schön. So soll es sein. So, und hier kleines Leck gehabt, aber ich dachte mir schon, das wäre ein sehr abruptes Anhalten gewesen. Jetzt hat der Gegner noch 2 Schiffe gegen 6. Das ist natürlich richtig ordentlich. Und der Ticketvorsprung, der lässt sich kaum mehr irgendwie anders darstellen, als dass er hier der Gegner nochmal alle Schiffe wegnehmen würde, aber das ist natürlich ein Haufen Holz, was der da noch vor sich hatte. Jetzt ist nur die Frage, kriegt er hier noch was ab? Aber wir sehen, der Platoon von ihm oder die Division, die hat mal richtig viel gemacht, nämlich bisher 9 Kills. Das ist aller Ehren wert. Also von 10 Kills 9 zu machen, das muss man erstmal hinbekommen. So, hier die Bayern, die ist nicht weit weg, aber auch die New York, und er muss aufpassen, nämlich bei 11,4 geht er auf, das wäre es nämlich gerade gewesen. So, und da hat er nochmal getroffen und sogar angezündet, vielleicht kriegt er den Kill, aber nein, er ist auch so ein bisschen unglücklich, muss man sagen. Aber das läuft perfekt. Jetzt ist hier noch ein einziges Schiff am Start. Und das ist hier hinten die Bayern, die hier die Gede jagt. Aber auch das war's schon. Also da muss man sagen, perfekt gelaufen. Und da haut er jetzt nochmal ein paar Schüsse in die Richtung. Und trifft da auch nochmal, aber ein eher homöopathischer Schaden, um es so zu nennen. So, und jetzt schießt die Bayern da auch nochmal zurück, weil sie denkt, ja, die 369 Hitpoints, die kriege ich. Aber dafür muss man erstmal treffen. 15 Kilometer ist jetzt trotzdem auch ein bisschen Holz. Er geht hier weiter drauf. So, und jetzt ist er hinter der Insel, kann also jetzt nicht mehr drauf schießen.
So, die Runde ist gleich zu Ende. Damit haben wir das neueste französische Schiff gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich kann nur sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Euer Alcaramba.